Ich liebe die folgende kleine Kurzgeschichte, deren Verfasser mir unbekannt ist. Im Bauch einer schwangeren Frau sind zwei Embryos, der kleine Skeptiker und der kleine Gläubige. Der kleine Skeptiker fragt: Glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige sagt: Ja klar, unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und stark genug werden für das Leben, das vor uns liegt. Sagt der Skeptiker: Das ist doch Blödsinn. Wie soll das aussehen, ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige sagt: Das weiß ich auch nicht so genau. Aber ich glaube, es wird viel heller sein und ich glaube, wir werden herumlaufen und mit dem Mund essen. Der kleine Skeptiker: So ein Quatsch, herumlaufen und mit dem Mund essen. Wir haben doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und die Nabelschnur ist doch jetzt schon viel zu kurz. Der kleine Gläubige sagt: Ich glaube bestimmt, dass es klappt. Es wird nur alles anders sein als hier. Der kleine Skeptiker sagt: Das ist Unsinn. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Das Leben ist mit der Geburt zu Ende und es ist eine einzige Quälerei und dunkel. Der kleine Gläubige sagt: Ich weiß auch nicht, wie es sein wird, aber ich bin überzeugt, wir werden dann unsere Mutter sehen. Der kleine Skeptiker: Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Ja, wo ist sie denn bitte? Der kleine Gläubige sagt: Überall um uns herum. Wir leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Der kleine Skeptiker: So ein Unsinn. Von einer Mutter habe ich noch nie etwas gemerkt. Der kleine Gläubige sagt: Manchmal, wenn es ganz still ist, kannst du sie singen hören oder spüren, wie sie unsere kleine Welt streichelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass unser eigentliches Leben erst mit der Geburt beginnt. Welche Momente gibt es in deinem Leben, in denen du denkst, es müsse mehr geben als dieses Leben hier? Welches sind die Momente in deinem Leben, in denen du spürst und vermutest, dass es einen Gott gibt?